Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Zum Auftakt einer hochkarätigen neuen Vortragsreihe darf ich Sie alle in der Universität München herzlich willkommen heißen. Ich danke den beiden Veranstaltern der Burda-Akademie zum dritten Jahrtausend und unserem humanwissenschaftlichen Zentrum für die glückliche Idee und die interessante Konzeption der Reihe, die uns ein neues Bild der Welt vermitteln wird. Unser Dank gilt aber natürlich nicht anonymen Institutionen, sondern den für sie handelnden Personen, das heißt Frau Akademiepräsidentin Dr. Christa Mahr und dem Vorstand des Humanwissenschaftlichen Zentrums Professor Ernst Pöppel. Ohne Ihre Initiative und ohne Ihr Engagement würden wir alle nicht in den Genuss von Iconic Turn gelangen. Dank Ihnen dürfen wir heute auch ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Kollegen Professor Hans Belting feiern. Leider bedeutet sein Kommen noch keine Heimkehr des verlorenen Sohnes, aber wir freuen uns sehr, ihn wieder einmal hören zu dürfen. In meiner Jugend war eine Ikone noch ein Souvenir von einer Griechenlandreise. Seither hat sich der Begriff offenbar kräftig gemausert. Was damit gemeint ist, prägt heute unser aller Denken und Handeln. Schon deshalb sind wir glücklich, von hochkompetenten Rednern mehr darüber zu erfahren. Sie zu gewinnen war gewiss nicht einfach. Ich möchte vor allem Ihnen, lieber Professor Hubert Burda, herzlich danken, dass Sie dabei so tatkräftig mitgeholfen haben. Sie haben damit auch unseren Hochschulrat auf eine neue und sehr sympathische Weise in der Universität München präsent gemacht. Die Vortragsreihe ist zugleich der Erinnerung an Ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Sohn Felix Burda gewidmet. In unsere Dankbarkeit mischen sich deshalb auch Mitgefühl und Respekt. Ich glaube, Sie könnten Ihrem Sohn kein schöneres Denkmal setzen. Dass wir uns dessen dankbar bewusst sind, möchte ich aber zum Schluss Ihnen, verehrte Frau Dr. Mahr, und Ihnen, lieber Hubert Burda, in unser aller Namen ausdrücklich sagen. Und gerade auch aus diesem Grund wünsche ich unserer neuen Vortragsreihe einen nachhaltigen Erfolg. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur ersten Vorlesung von Iconic Turn begrüße ich Sie sehr herzlich. Die Vorlesungsreihe ist als Memorial Lecture meinem im Februar vergangenen Jahres verstorbenen Sohn Felix gewidmet. Felix war wie seine Eltern Kunsthistoriker. Er hatte gerade 1999 bei Hans Belting seine Promotion abgeschlossen, als die Krankheit ausbrach. Seine Doktorarbeit ging über Andrea Pozzo, seine dicken Fresken am Beispiel von St. Ignazio in Rom, in einer Gegenüberstellung mit den Bildideen und den Installationen von Bill Viola, wie sie es im Moment denke. Großartig im Berliner Guggenheim Museum sehen können. Auf den Reisen, die ich mit Felix gemeinsam machte und den Gesprächen mit ihm als seinem Kunsthistoriker der jüngeren Generation, kreisten unsere Gedanken immer wieder über, was ist Kunst, wie verändern sich die Bildbegriffe, der Belting'sche Topos, das Ende des Tafelbildes, was heißt das? Die Schnittstelle zu den Medien, Warburg stand im Mittelpunkt und die Verfolgung zum Beispiel, wie Sie wissen, eines Bildmotivs
von Botticelli, Primavera bis hin zum Titelbild der Berliner Illustrierten von 1910, was mich bei meinem Beruf in den Medien natürlich immer sehr interessiert hat. Wir dachten darüber nach, wie Bild und Text im Hirn verarbeitet wird. Und natürlich, ich hatte über das 18. Jahrhundert promoviert, über Diderot und D'Alembert und wie die französische Enzyklopädie zum größten Buchverfolg des 18. Jahrhunderts wird. Und so, meine sehr geehrten Damen und Herren, entstanden die ersten Ideen zu der Zeitschrift Focus, die eine neue Anordnung von Bild und Text und durch den Erfolg von Helmut Markwort, ich glaube, die Erscheinungsweise aller internationalen Magazine verändert hat. Aber gehen wir in Medias Res, das erste Chart bitte. Von was handelt der Iconic Turn? Und zunächst einmal die Definition des Begriffes. Wie kommt es zu diesem Begriff Iconic Turn, der sozusagen als Titel über der Reihe, die das neue Bild der Welt oder sozusagen maximale Forderung, sondern das andere Bild der Welt oder ein anderes Bild, ein anderes neues Bild. Der Begriff des Linguistic Turns hat ja Horthy 67 definiert und 83 kommt Mitchell dann und sagt, okay, das ist eine Form, die Welt zu sehen, Linguistic oder Semantic Turn in einem Jahrhundert mit Wittgenstein. Aber es gibt auch eine andere Form, eben den Pictural Turn. Und der Basler Kunsthistoriker, mit dem wir im September die Vorbereitung zu dieser Vorlesungsreihe in Offenburg gemacht haben, Böhm, prägte in den 90er Jahren den Begriff des Iconic Turns, ihm sind wir zu Dank verpflichtet. Er wird in einer der nächsten Semester, die Reihe ist ja auf mehrere Jahre angedacht, bis die Umrisse klar sind, dieser Expedition, diesem Aufbruch in ein neues Gebiet, deutlich geworden sind. Deswegen ein Iconic Turn. Ja? Sie haben es in dem Film schon gesehen, die drei Screens oder Frames. Der erste, der Blick aus dem Fenster. Welting hat das, glaube ich, in seiner Arbeit über die niederländische Malerei beschrieben. Jan van Eyck und gleichzeitig in Italien die Prospettiva Alberti, das berechnete Bild. Und wenn Sie Kittlers Vortrag sehen, dann wird er wieder heißen, das berechnete Bild, denn die Bilder in unserem Hirn sind Berechnungen, genauso wie die digitalen Bilder berechnet sind. Und Cello zum Beispiel wurde seine Frau ganz grandig, sagte, der kommt ja gar nicht mehr aus seinem Speicher raus, berechnete die Bilder und dazwischen kamen dann die Schlachten, es sind berechnete Bilder, die Perspektive ist eine Welt, die jetzt messbar ist. Und dann, das haben Sie gesehen, im Bild nicht so gut lesbar, Chalons für Sohn, 1826, Niepce, verändert, das ist der zweite Screen, unseren Blick auf die Welt. Von da ab wird die Malerei, verändert sich die Malerei, aber keine Frage, dass das, was man die moderne Malerei nennt, ab 1826 etwas anderes geworden ist. Und dann entsteht 1826, 28 fast gleichzeitig die ersten Eisenbahnen und es geht um den bewegten Betrachter, der bewegte Blick. Und 1880 entsteht, denn man wollte diese Veränderung des Körpers festhalten, die Fotografie konnte immer nur eine Zeitaufnahme, entstand absolut folgerichtig unter den Brüdern Pathé in Paris der Film. Lang vorher, Ende des 18. Jahrhunderts, hatte Montgolfier zum ersten Mal den Blick von oben. Und es war klar, dass Nadar, einer der tüchtigen Unternehmer der Fotografie, natürlich sofort mit der Montgolfier nach oben ging und das Bild von Paris als einen Verkaufsschlager der
das Foto verlegen, würde man sagen, in den 30er und 40er Jahren in Paris hatte. Und dann, der wird referieren, ein Habilitant von Bad St. Pauli, der heute auch unter uns ist, Abendorf. Der Blick von oben auf die Welt von oben, so wie er für uns schon selbstverständlich ist bei jeder Landung, wenn wir von Hamburg oder Berlin über Erde hineinschweben. Und aus diesem heraus, darüber wird Sloterdijk reden, was geschieht mit den Bildern als Waffen? Erster Weltkrieg ist der erste Krieg, bei dem Sie die feindlichen Stellungen von oben sehen können. Das ist die Gründung der UFA, war eine Sache des Generals Ludendorffs. Und der Film im Ersten Weltkrieg ist kampfentscheidend, und ich brauche Ihnen nichts zu erzählen, von den Bildern vom Golfkrieg oder den vielleicht auch nicht gesendeten Bildern aus Afghanistan. Ich brauche Ihnen nichts zu sagen, dass der 11. September sozusagen das Bild als Waffe bedeutet und wie wir alle erschrocken sind und als am Donnerstag sozusagen dieses Pirelli-Hochhaus dieses Flugzeug einschlug und alle Menschen auf der Welt 22 Minuten später, nicht allein früher, die Mailand, die ganze Welt kann diese Bilder sehen, ob CNN oder wer auch immer. Die Bilder aus dem Körper, Röntgen, 1895 in Wuppertal. Wenn Sie daran denken, dass wir vorgestern eine Operation haben, die in Amerika durchgeführt wird, an einem Patienten, der hier ist, dann wissen Sie, was das bedeutet, was Iconic Turn bedeutet für Sie bei einer Erkrankung, was die Bilder aus Ihrem Körper, CT oder was auch immer, für Sie bedeuten. Aber nur für Sie. Das sind keine allgemeinen Bilder mehr. Also auch hier ein veränderter Bildbegriff. Dann die Braunsche Röhre-Erfindung 1898 und 1931 mit Manfred von Ardenne. Die erste elektronische Übertragung von bewegten Bildern. Und das ist selbstverständlich eine Fortsetzung dieses Blicks aus dem Fenster, der Blick in den Bildschirm. Dann 1938 erfindet Zuse den Computer, Intel 1971 den Chip und das Internet wird 80, kann ich sagen, erfunden, sondern als Netzwerk militärisch zuerst aufgebaut und Windows folgt dann darauf. Zweites Chart, welche sind die Fragen, die uns auf unserer Expedition in Neuland interessieren? Natürlich für die Kunsthistoriker auf der EU und der ich hier 65 promoviert habe an dieser Universität, verdanke diesem Studium sehr viel. Ich hatte das mein Leben lang immer mit Bildern zu tun, ich hatte das immer interessiert. Aber mich hat auch immer interessiert, wie man das große Wissen, was die Kunstgeschichte hat, eben in eine neue Bildergeschichte hineinbringen kann. Denn wer ist denn besser geeignet als Kunsthistoriker, über Bilder nachzudenken? Das haben wir doch gründlichst gelernt. Das darf doch nicht nur, was ja auch wichtig ist, auf den Universitäten und Museumsbereich beschränkt bleiben, sondern das muss darüber hinausgehen und geschieht auch so. Also, das wird ein spannendes Thema sein, mit Predekamp, aber wie ist die Abgrenzung? Ist das das Ende der Kunstgeschichte und das Beginn einer neuen Bildergeschichte? Auch Heiner Brandt wird darüber reden. Und wo sind die Grenzen? Ufert das nicht aus? Zweitens, ich habe es vorhin schon genannt mit Warburg, die Migration der symbolischen Bilder. Ich fand das immer das Aufsehen erregendste, wie einer den Bildern eben nicht nur in der Hochform Kunst nachgeht, da sind sich alle einig und alle fühlen sich auch erhoben und Kunst ist per se eine andere Dimension, sondern auch das, was Kurt Vonnegut damals in New York gemacht hat, High and Low, also wie zum Beispiel die Plakatkunst in die Bilder von Picasso geht und wie die gesamte moderne, große Teile der Malerei des 20. Jahrhunderts ein Diskurs sind zwischen High und Low, Werbekatalogen, Magazinen. Drittens,
Kittler wird darüber reden, die Ikonografie des digitalen Bildes. Spannend, absolutes Neuland. Norman Foster über die Münzen des Augustus und was heißt Corporate Brand. Augustus war ja der Erste, der gesagt hat, ich will, dass alle in diesem meinem Reich mein Bild kennen. Und hat das ganz einfach auf die Münzen aufgeschlagen und von da ab hat jeder römische Kaiser sein Konterfei aufgetan. Und wenn Sie dann überlegen, was die Bildgebung der Iconic Turn für Staatstheorie bedeutet, also wenn Sie die Ausstellung in Berlin, was ist Antik, sich ansehen, was die Akropolis bedeutet für die athenische Demokratie oder was die Kuppel von Florenz bedeutete, Brunelleschis Kuppel bedeutete für den Stadtstaat Florenz. Und denke ich, wird Foster darüber reden, was die Reichstagskuppel bedeutet und was symbolische Formen im Bereich der Architektur sind. Die Raum- und Telebilder, also etwas, worüber der auch ein Referent sein wird, Peter Weibel und Sek Klein, sprechen wird, dass die Bilder eben von einem Ort zum anderen gehen, was geschieht mit dem Körper und immer wieder, welche Schnittstelle haben wir? Haben wir Papier, haben wir Fernsehbilder, haben wir digitale Bilder oder haben wir die Leinwand? Dann Singer wird darüber sprechen, wie das Bild im Hirn entsteht, was geschieht da? Was heißt neuronale Vernetzung? Was heißt neuronales Denken? 7, die Welt von oben, habe ich Ihnen erklärt. Und 8, da werden natürlich immer wieder alle Referenten, aber vor allem Peter Sloterdijk, der Bildschirm als das dominante Medium. Der Bildschirm ist natürlich das Fenster für 95% der Menschen, die abends eben nicht mehr, wie Sie manchmal noch in italienischen Städten sehen können, den Blick aus dem Fenster haben, sondern der Blick aus dem Fenster ist der Bildschirm und darin kommt alles vor, was bislang das Leben war, alles in jeder Variation von der Hochkultur bis Mord und Totschlag. Lieber Hans Pelting, ich freue mich auf Ihren Format und ich freue mich, dass wir die spannenden Gespräche, die wir oft zu dritt mit Felix hatten, wenn er aus Seattle, wo er nach seiner Erkrankung an der dortigen Universität als Professor für Kunstgeschichte lehrte, wenn er von Seattle nach Deutschland kam. In dieser Vorlesungsreihe, denke ich, so haben wir es ihm versprochen, können wir den Geist dieser Gespräche fortsetzen. Ich darf jetzt Frau Professor Haberer bitten, die Moderation des heutigen Abends übernommen hat, Theologin aus Erlangen, also auch das soll sozusagen auf das Interdisziplinäre, dass wir nicht zu speziell jetzt nur unter Kunsthistorikern sind, sondern das Moderieren eines solchen Abends wird immer von jemandem gemacht, der eigentlich gar nichts mit der Fachwissenschaft etwas zu tun hat. Ich darf noch sagen, das sind 8 Vortragsreihen bis zum Sommer. Ich würde mich freuen, wenn Sie sozusagen Zeit hätten, mit dabei zu sein für die Advanced Studies, für die Fortgeschrittenen. Ich finde dann morgen mit Belgien ein Workshop in der Lothringer Straße statt, wo Fragen, wie Sie heute erörtert sind oder vielleicht nachher, wenn wir Zeit haben, in der Diskussion dann weitergehen. Denn das Ziel sollte sein, dass wenn Iconic Turn mal endet, dass wir ein anderes, vielleicht ein neues Bild auf einen Aspekt haben, der interessant ist. Danke Ihnen. Magnifizenz, verehrter Herr Burger, liebe Gäste, es ist meine Ehre, heute Abend Herrn Pelting hier begrüßen zu dürfen, einen Wissenschaftler, den hier in der Aula in München vorzustellen, Eulen nach Athen zu tragen heißt. Für Hans Pelting ist das hier und heute ein Heimspiel, denn er hat es von Heidelberg kommend in seiner beeindruckenden Karriere am längsten immer noch in München ausgehalten, nämlich 13 Jahre.
Als ich 1980 die theologische Fakultät hier verließ, kam er als einer der Matadore der Kunstgeschichte hierher für München und den Rest der Welt. Er galt damals als Spezialist für die frühe Renaissance, besonders aber für die Kunst des frühen Mittelalters. Die Bücher, die er damals geschrieben hat, belegen dies: Bild und Publikum im Mittelalter, Jan van Eyck als Erzähler, Giovanni Bellini. Seine Veröffentlichungen aber erzählen über die Jahre betrachtet die Geschichte einer Horizonterweiterung und die Geschichte der wachen Zeitgenossenschaft eines Wissenschaftlers. Aus der Kunstgeschichte wird nach dem Zitat Ende der Kunstgeschichte, ein Titel, den er 1995 veröffentlichte, die Kunstwissenschaft und die Medientheorie, die Hans Welting seit 1992 in Karlsruhe lehrt. Der Horizont des Kunsthistorikers weitet sich hin zur Kunstwissenschaft und schließlich zur Medienwissenschaft. Er weitet sich hin zur Technologiedebatte der Informationstechnologien auf der Grenze zwischen dem analogen und dem digitalen Zeitalter. Hin zur Biowissenschaft, die mit dem Blick auf die genetische Disposition und die Planbarkeit der Bilder vom Menschen entwirft. Der Horizont weitet sich hin zur politischen und anthropologischen Dimension des Bildbegriffs. Ja, Welting begibt sich auch munter ins theologische Revier, immer mit ein paar kleinen Zeitenhieben. Ich erspare Ihnen die Orte auf aller Welt, an denen Herr Hans Welting lehrt. Ich sage nur, demnächst in Paris. Hans Welting hat es in seinem neuesten Werk mit dem Titel Bildanthropologie, Entwürfe einer Bildwissenschaft, verstanden in einer geradezu aufregenden, in jedem Fall anregenden Integrationsleistung, die interdisziplinären Fragestellungen rund um den Bildbegriff zu öffnen. Sein Vortrag heute soll ein interdisziplinäres Gespräch anstoßen. Interdisziplinäre Gespräche sind immer ein bisschen wie ABC-Schulen. Man muss Begriffe gedanklich buchstabieren, vielleicht übersetzen. Man muss die geistigen Sprachräume für den anderen öffnen und man muss vor allem verzichten auf den Schlagabtausch der richtigen Sätze und sich vortasten und das Fragen und das Verstehen gegenseitig üben. Damit wollen wir heute Abend einen Anfang machen. Kulturell und besonders auch politisch brisant wird die Fragestellung nach dem Bildbegriff einer postchristlichen Kultur in der globalen Konfrontation mit der bildkritischen islamischen Kultur. Das Bild, das repräsentiert, das Bild, das Geschichtlichkeit festhält, das Bild, das Abwesenheit überbrückt und damit den Tod respektiert und zugleich in Frage stellt, das Bild, das durch die Differenz vom menschlichen Körper an dessen Unantastbarkeit mahnt, das Bild, das im Ungezeigten über sich hinausweist und Räume der Imagination öffnet. Wie wandelt sich das Bild, das wir vom Bild haben? Echte Bilder, falsche Körper, Irrtümer über die Zukunft des Menschen. Hans Welting. Verdienst seines Vaters, Hubert Burda, nämlich diese Initiative zur Etablierung einer neuen bildwissenschaftlichen Perspektive ergriffen zu haben. Da ich heute nicht als Kunsthistoriker zu Ihnen spreche, werde ich auch keine Lichtbilder zeigen. Vielmehr geschieht diese Intervention im Namen einer Bildwissenschaft, die wir noch nicht haben und für die folglich keine fachliche Kompetenz im engeren Sinne ausgewiesen werden kann und muss. Die Bilder in der Kunst wären ein völlig anderes Thema. Ich möchte vielmehr Bilder dort ausfindig machen, wo sie die Kernfragen in der Debatte um die Zukunft der Menschheit tangieren. Wenn ich Sie davon überzeugen kann, welche Bedeutung Bilder
in den Lebensfragen unserer Gesellschaft besitzen und wie wenig wir davon wissen, dann ist meine Darlegung gelungen. Lassen Sie sich von den übrigen Themen, die ich heute berühre, nicht von dem Bildthema ablenken und begehen Sie bitte nicht den Irrtum, in meinem Vortrag danach zu suchen, wofür ich bin oder wogegen ich bin. Es kommt doch allein darauf an, welche Argumente und warum ich vorbringe und nicht, welche Ergebnisse dabei herauskommen. Ich beschreibe einfach, was ich heute sehe, und also zählt allein, was auf einer Beschreibung zutrifft oder nicht, gleich ob Sie es mögen oder nicht. Das allerdings setzt die Bereitschaft voraus, sich überhaupt auf einen Gedankengang über Bilder einzulassen und über Bilder auch dann nachzudenken, wenn man sie nicht so ernst genommen hat, wie die Themen, über die man sich täglich ereifert. Ich werde in 5 Schritten vorgehen und im ersten Schritt, gewissermaßen im Prolog, über das Thema sprechen, neue Bilder oder Posthumen. Auf dem Fotomarkt vollzieht sich mit der Digitaltechnik eine Zeitenwende. Der Papierabzug, auf dem das Kamerabild ein für alle Male fixiert gewesen war, gehört bald der Vergangenheit an. Die Bilder werden mobil. In dem doppelten Sinne, dass sie elektronisch weltweit zirkulieren und jederzeit verändert werden können. Es zählt nicht mehr der Moment, in dem der Fotograf den Auslöser bedient, sondern eher der Moment, in dem er auf seinem PC die Taste Enter drückt, um sein Pixelfabrikat zu speichern. Die Digitaltechnik verändert die Art, wie Menschen Bilder machen, ansehen, wie sie sich an sie erinnern. So konnte man kürzlich in einem Artikel lesen, der überschrieben war, Bilder ohne Geschichte. Die Indexikalität, von der die Fotografie lebte, beglaubigte in der Körperspur ein für alle Mal die Realität des Körpers im Index des Bildes. Das hat man ja hier gepriesen. Als solcher Index war jede Fotografie auch eine Erinnerung an Körper, die an einem bestimmten Moment eben ins Bild gebannt wurden und daher existiert haben mussten. Die digitalen Fotos blicken uns aber ähnlich wie die Körper, die sie zeigen, an, als seien sie heute entstanden, frisch und alterslos auf immer. Es wird sein, als hätten die Bilder keine Geschichte. Eine Geschichte besaßen sie darin, dass sie sich mit einem unwiederholbaren Zeitpunkt in unserer Lebensgeschichte verbanden, die Fotos. Die Referenz zwischen Bild und Körper ist aber aufgelöst, wenn Bilder sich nicht mehr auf die Geschichte beziehen, die sie Körper besitzen. Echt können sie nicht dadurch werden, dass sie sich von der Referenz auf echte Körper befreien und uns die Entscheidung über sein und Scheiden überlassen. Es ist fraglich, ob wir damit die Kontrolle über die Bilder gewinnen oder umgekehrt. Die Bilder unsere Imagination kontrollieren. Die Informationstechnologie hat die Bilder in ihre Gewalt bekommen und verbreitet sie als visuelle Informationen, über welche ihre Produzenten ein keineswegs neutrales Verfügungsrecht besitzen. In der Götterdämmerung, die sich hinter den Begriffen Iconic Term, wie Sie gehört haben, von Gottfried Böhm, geprägt oder Pictorial Term mit Chicago verbirgt. In dieser Götterdämmerung wird die Klärung des Bildbegriffs, wenn sie denn noch möglich ist, zu einem neuen Desiderat. Das wäre ein Thema für sich, aber ich möchte das Thema gleich auf einen ganz anderen Bereich verschieben, in dem es nicht primär um Bilder zu gehen scheint. Auf den Bereich der Körper. Auf der Körperseite begegnen wir einem ganz anderen Szenario, in dem die Bedeutung der Bildfrage eher noch größer ist, auch wenn sie aus politischen Gründen noch ausgeblendet wird. Der Körper repräsentiert nicht mehr das von der Natur Gegebene, sondern bietet sich als ein Projekt der zukünftigen Biotechnologie an. So wie auch das Bild seinerseits nichts mehr abbildet, was gegeben ist, sondern sich als Projekt der Informationstechnologie profiliert. Die Repräsentation des Körpers im Porträt wird heute im Gencode gesucht. Er ist der Träger von Informationen, in denen sich die Gattung Mensch ebenso wie das Einzelexemplar, das Individuum, auf eine Formel reduziert.
den Erbsatz nämlich, den wir in jeder einzelnen Zelle tragen. Während auf der einen Seite die digitalen Bilder so gerne auf virtuelle Körper ausweichen, die nicht existieren, entzieht uns auf der anderen Seite in dem, was wir heute vom Körper wissen, der genetische Code die Bilder, wie wir sie im Erkrankten und praktizieren. Ein Roman von Harry Mulisch wird mit einem Prolog eröffnet, in dem man sich im Himmel über die neue Konkurrenz auf Erden unterhält. Die Menschen, so klagen die Überirdischen, haben inzwischen herausgefunden, dass die ganze Information für einen Menschen auf eine genetische Geheimschrift hinausläuft. Was bedeutet, dass Leben letztendlich Lesen heißt. Sie selber sind das Buch der Bücher. Aber der hermetische Caduceus liegt hinter der Erscheinungswelt, in der wir als visuelle Lebewesen existieren und sehen. Was wir von der Welt zu sehen bekommen, fällt nicht mehr in eins mit dem, was wir von ihr wissen. Wenn sich der Körper auf eine Information reduziert, die in der DNS-Helix untergebracht ist, so können Bilder des Körpers keinen Informationswert mehr haben. Dennoch entkommen wir damit den Bildern nicht auf immer. Stellen wir uns nämlich jene Körper vor, die wir haben oder machen möchten in Zukunft, so sind wir gleich wieder auf Bilder angewiesen. Und zwar auf solche, die keineswegs wissenschaftlichen Ursprungs sind, sondern kulturelle Klischees bilden. Das ist die Achillesferse, an der die Bildfrage auch in der biotechnologischen Revolution lauert. Also nicht, was man machen kann, sondern wofür man es machen will. Die Utopien von der Zukunft des Menschen sind mit Bildern besetzt, die derzeit Konjunktur haben. In einer Art vorauseilenden Gehorsams bereiten sich Geisteswissenschaftler, sofern sie nicht entmutigt oder verständnislos beiseite stehen, darauf vor, den Menschen von morgen eifrig, auch heute schon, mit neuen Diskursen in Empfang zu nehmen. Man möchte am liebsten Anthropologe auf dem Mars spielen, um einen Titel von Oliver Sacks zu zitieren. Da geht es auf der einen Seite um die Utopie vom optimierbaren Menschen, den man durch eine biologische Evolution steuern kann. Sie spiegelt sich auf amerikanischer Seite in den modischen Fantasien der Post-Human-Debatte, die sich von jedem bisherigen Menschenbild feierlich verabschiedet. Die Zeit nach dem Menschen wird ungeduldig in Bildern antizipiert, deren Unähnlichkeit mit dem jetzigen Menschen und seinem Körper abgemachte Sache ist. In seiner Kritik des Posthumanismus unternimmt es Reinhard Zons, daher kürzlich bei Surkamp publiziert, noch einmal, ich zitiere ihn, an die Zeit des Menschen zu erinnern, bevor sie abgelaufen ist. Auf der Gegenseite zielen die wissenschaftspopulären Utopien eines Hans Moravec auf die sogenannte postbiologische Gesellschaft, in der Roboter und körperlose Denkmaschinen über die Menschen herrschen. Maschinen, die jedem Körper in der Informationsverarbeitung längst überlegen sind, haben keine genetische Geschichte und brauchen deshalb auch keine Autonomie und Willensfreiheit. Der alte Traum vom Open Machine scheint realisierbar zu werden, wenn man die KI-Entwicklung nur weit genug treibt. Während die eine Seite von neuen Körpern träumt, verschreibt sich die andere einer neuen Symbiose mit Nichtkörpern, die jene Intelligenz verkörpert, der die Zukunft gehört. Im einen Fall machen wir den Körper als neuen Körper zum Bild. Im anderen Fall überlassen wir uns dem Leitbild des Maschinenmenschen, ebenfalls einem Bild. Des Maschinenmenschen, der keinen Körper mehr hat und braucht. Die Analogien von Körper und Bild spielt in beiden Varianten keine Rolle mehr, die normenstiftend wäre. Wir vergöttern Bilder, die uns vom Körper lösen und beweisen gerade dadurch, dass uns die Begriffe von Bild und Körper abhanden gekommen sind.
Das war gewissermaßen ein Schritt, in dem die Versuche, die Bilddebatte dorthin zu verlagern, wo man sie nicht vermutet, wo die Naturwissenschaften das Wort führen. In einem zweiten Schritt möchte ich jetzt das Konzept der Karlsruher Wissenschaft, Bildwissenschaft vorstellen, insofern es sich gerade mit dem eben genannten Thema berührt. Also ein Projekt vorstellen, das an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe verwirklicht wurde. Es ist in meinem Buch Bildanthropologie skizziert worden. Es ist das erste seiner Art, das integrativ und fächerübergreifend angelegt ist. Unterscheidet sich von ähnlichen Versuchen dadurch, dass es die ängstlich gehüteten Grenzen der Kunst, in der Kunstgeschichte überschreitet und die Welt der Massenmedien einbezieht. Aber es fehlt dennoch nicht mit den Interessen der Medienwissenschaft zusammen, sondern reflektiert Bildfragen in der Absicht, die ganze Bildgeschichte, die in der Menschheit stattgefunden hat, für den kurzsichtigen Kurs der gegenwärtigen Debatten zu öffnen. Also die Gretchenfrage zu stellen, verabschieden wir uns derzeit von der Bildgeschichte und von allen ihren wesentlichen Komponenten oder führen wir sie fort? Eine historische Bildwissenschaft, eine andere würde den Namen nicht verdienen, kann jedoch bei dem heutigen Stand der Dinge nur anthropologisch orientiert sein. Wem sonst wollte man denn noch in der Geschichte, die niemand mehr interessiert, sonst begegnen, wenn nicht den Menschen mit seinen alten und neuen Obsessionen? Es kann doch nicht allein damit seine Wellen haben, heutige Bildtechniken von Vorläufern aus der Geschichte abzuleiten und damit den ohnehin allmächtigen Technologiediskurs noch weiter zu rechtfertigen. Die Bildfrage ist keine technologische Frage, das wäre schon mal eine Position, die ich heute erläutern möchte, jedenfalls in meinem Argument heute Abend, sondern wenn überhaupt eine Frage des Bewusstseins, also eine eminent politische Frage. Handelt sich doch von kollektiven Bildern, die im öffentlichen Raum den gesellschaftlichen Akt der Wahrnehmung steuern. Die Theologen, die im Mittelalter den Bilddiskurs geführt haben, helfen uns dabei heute zunächst ebenso wenig weiter, entschuldige mich, Frau Fraber, wir können darüber diskutieren, wie die Kunsttheoretiker, da rede ich dann von meiner eigenen Branche, die den Theologen einstmals auf dem Fuß gefolgt sind und die auch nicht mehr helfen können, nachdem sich die Bildfrage nicht mehr auf Kunstfragen reduziert. Die Medienwissenschaftler wiederum geben der Bildfrage, indem sie sie vom Menschen abkoppeln und für eine Angelegenheit technologischer Evolution halten, eine falsche Wendung. Das Bild, wenn wir es nicht auf ein Derivat von Technologie reduzieren wollen, ist letztlich nur als ein anthropologischer Begriff legitimiert gewesen, vielleicht auch. Ein Begriff, der von seiner unauflösbaren Doppeldeutigkeit Inneres versus äußeres Bild, Bild im Kopf, Bild an der Wand, lebt. Statt nur ein Produkt von Wahrnehmung zu sein und heute durch apparative Medien vermittelt zu werden, gehört das Bild, wie Serge Tisserand schreibt, zu jenem Prozess der Symbolisierung, mit der wir uns die Welt aneignen. Ich zitiere ihn: Ohne diesen symbolischen Akt wird das Bild opak und entfremdet sich von uns. Zwischen Theologie und Technologie, die man auch seine heutige Spielart von Theologie ansehen kann, zumindest wie sie sich aufführt, bleibt der Ort von Anthropologie in der heutigen Debatte neu zu setzen. Allerdings müssen wir uns dabei von den meisten bekannten Varianten, die unter diesem Namen Anthropologie auftreten, verabschieden. Die Zeitenwende, auf die wir zustören, zwingt uns zu einem völlig anderen Begriff von Anthropologie. Es kann sich nicht darum handeln, den konservativen Rettungsanker auszuwerfen oder die Rede vom unwandelbaren Wesen des Menschen zu erneuern. Der Mensch spiegelt sich doch beharrlich gerade in seiner Wandelbarkeit. Wir dürfen es ebenso wenig Ethiker und Juristen überlassen, in letzter Stunde die Grenzpolizei zu spielen, also die Rettung von einem Ethikrat zu erhoffen.
Auch sie brauchen eine zeitgemäße Anthropologie, um Maßstäbe in einer rasanten Entwicklung zu finden, für die keine historischen Leitbilder mehr genügen. Die US-Amerikaner, füge ich mal hier ein, würden die Letzten sein, die einer solchen Bemerkung heute noch zustimmen können. Sie führen die Entwicklung an. Europa, besonders Deutschland, ist längst eine amerikanische Provinz geworden. Wenn Kleines noch nicht amerikanisch denkt, Europa, scheint es bereit zur Kapitulation zu sein. Das heißt, das wäre sozusagen der größere Hintergrund, vor dem die kleine Bemerkung, die ich eben über Anthropologie gemacht habe, ihre vielleicht noch existierende politische Bedeutung erhält. Es ist hier aber meine Absicht, die Bildfrage gerade in diesem Kontext neu einzuführen und ihre Bedeutung für den Selbstbezug des Menschen zu erneuern. Deswegen räumt das Karlsruher Projekt im Gegensatz zur Semiotik und ihren Abstraktionen und im Widerspruch zum Technozentrismus den Körper eine zentrale Stelle in der Bildfrage ein. Das wäre das Thema, über das ich heute spreche. Die Analogie von Körper und Bild geht nie in der Geschichte als Rechnung auf und lässt daher beide Parameter, Bild und Körper, immer wieder als offene Größen zurück. Dennoch ist diese Analogie für die Definition des Körpers unverzichtbar gewesen. Es handelt sich dabei nicht um den Körper, wie ihn Neurologen und Biologen definieren, sondern um den Körper als Leib, das Selbstausdruck des Menschen. Dazu gehört nicht nur die Gender-Thematik oder die kulturelle Disposition des Körpers, in der wir uns im Westen von anderen Kulturen unterscheiden. Dazu gehört auch die performative Rolle, die wir mit und in unserem Körper ständig spielen, in jeder Situation, zum Beispiel ich im Moment. Ich habe deshalb von Erscheinungskörper im Unterschied zum biologischen Körper gesprochen. Der Körper ist als Repräsentant des Menschen immer Ort von Repräsentation. Was bedeutet, dass er auf unendlich viele Weisen wahrgenommen wurde. Und sei es in der Leugnung seiner Körperlichkeit zugunsten eines Selbst, sei es Geist oder Seele, das vom Körper unterschieden wurde und doch auf ihn angewiesen war, um in der Welt leben zu können. Hier also sieht man bereits die Komplexität dieser anscheinend einfache Analogie von Bild und Körper. Körper haben diese Repräsentation des Menschen, des Selbst, des Subjekts, niemals mit eigenen Kräften geleistet, sondern waren immer darauf angewiesen, mit exogenen Bildern zu kooperieren oder in ihrer Umwelt selbst als Bilder zu agieren, diese Körper, zum Beispiel durch Maske, Kleidung und Gestik. In diesem Austausch zwischen Bild und Körper entstand die fragile Balance, in der Menschsein als Idee jeweils nur eine Zeit lang ausgehandelt wurde. In der negativen Anthropologie, die im Menschen ein exzentrisches Wesen, also keineswegs sozusagen das Zentrum der Welt sieht, schilderte Helmut Plessner den Leib als einen Bildentwurf, dessen Träger die Person auch Abstand zu sich selber nehmen konnte, indem sie den Körper als Bild aufführte. Das ist ein anderes Thema als die heutige Erforschung des Körpers, die anscheinend alle Aufmerksamkeit für sich beansprucht. Körper tragen das Menschenbild, und das sage ich ganz bewusst und ganz polemisch, Körper tragen das Menschenbild, nach dem wir auch heute wieder suchen, nicht als Formel in sich, sondern empfangen es als kulturelle Setzung von außen und also von ihrer sozialen Umgebung, und das wird so bleiben. Die historischen Körperbilder beweisen die ruhelose Dynamik im Begriff von Menschen. Es hat das stabile Menschenbild, das man heute so gerne und anscheinend nostalgisch beschwört, in Wahrheit nie gegeben. Nicht einmal im Christentum, dessen anthropologische Kontinuität eine bloße Schutzbehauptung ist. Also das Christentum im 4. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert und in der Zeit der Aufklärung ist er jeweils völlig verschieden.
Körper haben in der Bildgeschichte immerzu neue Ideen vom Menschen auf sich gezogen. Die Wege gingen erst im 18. Jahrhundert endgültig auseinander, als die Repräsentation des Körpers im medizinischen Studienobjekt ein Neutrum hervorbrachte, das mit der Repräsentation des Menschen unvereinbar wurde. Das heißt, hier wird die Weichenstellung gemacht, die im Grunde heute noch die Diskussion beherrscht. Das Bild bedeutete hier und dort ganz Verschiedenes. Im einen Falle Information über einen anonymen Organismus, das Gehirn und so weiter. Im anderen Falle Inszenierung der Person in ihrem biografischen oder Erscheinungskörper. Also Referenz auf das primäre Bild, das der Körper selbst von sich aufführt. Denn ohne dass der Körper selbst Bild ist, kann es gar keine Bilder von ihm geben. Ich spreche nicht vom Leib, der in der deutschen Geisteswissenschaft eine so lange Begriffstradition besitzt, sondern vom Körper. Und zwar deswegen, weil ich den Biologen und Neurologen ihr heutiges Monopol auf den Körperbegriff streitig machen möchte. Und doch beinhaltet die Bildfrage, welche mein Thema ist, wesentlich auch Bestimmungen von Leiblichkeit im Sinne von Selbstwahrnehmung, Konflikt mit dem sterblichen Fleisch, also Aspekte, die den aktuellen Diskursen um perfektionierte Körper und technische Intelligenz verpönt, wenn nicht tabuisiert sind. Die Bildfrage ist in meiner Sicht auf ihre Weise dazu geeignet, neues Licht in unser Körperverhältnis zu bringen, da nämlich Bilder die Fernsinne, den distanzierenden Blick auf den Körper bedienen. So ist der Ekel beispielsweise als eine phobische Erfahrung von Körpernähe in der Bildfrage meist tabuisiert, während der stilisierende Blick auf Körper, wie sie sein sollen, aber nicht sind, zu den Definitionsaufgaben des Bildes gehört und also sozusagen den Körper zu Schauspielern macht. Aus den gleichen Gründen war die Leiche, in der die Auflösung des Körpers einsetzt, ein unwillkommenes Problem des Bildes. Und deswegen meist der Grund, die Leiche durch Bilder zu ersetzen, die nicht mehr sterben können. Maurice Blanchot wollte die Leiche nur noch als Bild des Körpers gelten lassen, um sie vom lebenden Körper zu unterscheiden. Aber sie war natürlich genau deshalb der Grund, sie als negatives Bild abzulehnen und durch positive Bilder zu ersetzen, hinter denen sie versteckt wurden. Was übrigens heute absolut der Fall ist. Vielleicht sind alle heutigen Bilder von dieser Art. Sie simulieren ein geliehenes Leben, das sie gerade dadurch wieder verlieren, dass sie nicht einmal ihrer verborgenen Referenz auf den Tod noch eingestimmt wurden. Die Analogie von Bild und Körper ist so programmatisch und so kontrapunktisch angelegt, dass sie sich auf keine bloße Gleichung reduzieren lässt. Hier Körper, dort das Bild. So wie sie im vereinfachenden Begriff des Abbilds gedacht ist. Das Abbild wird heute in einer geradezu denunziatorischen Weise als das altmodische Gepäck abgesehen, das in der ganzen Bildgeschichte weitertransportiert wurde. Analogie, von der ich hier spreche, ist keineswegs ein Problem der Ähnlichkeit, was immer das bedeuten mag, sondern ein solches der Referenz. Der Unterschied besteht darin, dass Bilder, wie ich sie verstehe, immer von einer Absicht geleitet waren, nämlich Aussagen zu machen. Aussagen über Menschen, wenn sie Körper darstellen. Die Referenz wies über den sichtbaren Körper hinaus immer auf eine Idee des Subjekts, sei es als kollektiven Typus, das Bilder am Körper sichtbar gemacht haben. Schon dieser doppelte Bezug auf sichtbare Körper und unsichtbare Subjekte schloss jeden banalen Gebrauch von Abbildlichkeit, hier das Reale, dort seine Verdoppelung im Bild aus. Es ist eine Verunglimpfung der Bildgeschichte, wenn man mir sowas in die Schuhe schiebt. Dennoch bildete der Körper im alten Schauspiel der Referenz, wie ich das mal nennen möchte, stets eine feste Bezugsgröße, weshalb er immer zu der Anlass war, ihn in Bildern umzudefinieren und zu rekonstruieren oder zu konstruieren.
Heute findet sich der Begriff der Analogie zu Unrecht durch die einfache Bilanz abgewertet, die in der Medienwissenschaft zwischen analogen und digitalen Techniken, zwischen Foto von einst und virtuellem Bild heute aufgemacht wird. Die Formel hat den Zweck, die analogen Bilder allein noch als Kontrastfolie gelten zu lassen und gegen die digitale Revolution abzuwerten. Ich glaube, wir sind aber über diesen triumphalen ersten Moment bereits hinaus. Man braucht nicht mehr die digitale Revolution damit zu begründen, dass man die Analogie sozusagen in die Klamottenkiste der Geschichte schiebt. Sie sehen, ich bin dabei, die Analogie aufzuwerten. In dieser heutigen Praxis steckt eine Ideologie, die den alten Diskurs der Fotografie unter veränderten Vorzeichen fortsetzt. Die Fotografie trat als bildgebendes Verfahren, wie man sie heute nennen würde, im Zeichen der Information über das Reale an, weshalb sie die Überlegenheit des technischen Blicks über das Auge und die Hand des Zeichners demonstrierte. Als Ikone des Realen, wie sie Roland Berg nannte, verdiente sie sich erfolgreich der wissenschaftlichen Repräsentation, die auch derzeit andere Ziele verfolgt als die philosophischen. Deshalb lebt diese alte Analogiefunktion der Fotografie auch in der Wissenschaft fort. Doch richtet sie jetzt den Blick hinter die Oberflächen der Erscheinungswelt, also dorthin, wo die wissenschaftlichen Entdeckungen. Im Gegenzug dazu haben sich die digitalen Bilder von der Referenz auf das Reale befreit, um eine virtuelle Realität zu erfinden. Aber selbst dabei setzen sie, so sehr das ihre heutigen Befürworter leugnen, das alte Theater der Analogie fort. Denn Analogie konnte auch in der Unähnlichkeit mit dem Körper bestehen. Wenn Analogie die Referenz leugnet, ist sie wiederum nur eine Spielart von Referenz. Sie sehen, ich will vielleicht, ist das für einige von Ihnen verwirrend, in Erinnerung rufen, dass alle wesentlichen Definitionsmerkmale des Bildes so sehr verwoben sind in anthropologische, und das werde ich fortsetzen, dieses Argument, in anthropologische Definitionen, dass es geradezu unmöglich ist, das eine vom anderen zu trennen. Was ich dann auch als Legitimation, also eine gewisse Legitimation ansehe, den Diskurs heute dorthin zu verschieben, nämlich in Definition der Biotechnologie, wo man die Bildfrage gar nicht vermutet. Ich komme jetzt zum dritten und zentralen Teil des Ganzen, in dem ich auch versuche, diese Körperproblematik thesenhaft zu schärfen und zu beschreiben. Die Analogie von Körper und Bild, dem ein Thema ist, wird heute an allen Fronten geleugnet, um die Bilder von der Referenz auf Körper zu befreien. Eine solche Krise der Referenz ist in der Geschichte der Bilder nichts Neues und kann daher auch nicht allein der Technologie gut geschrieben werden. Neu ist allerdings, dass die Krise auf Kosten des Körpers und nicht auf Kosten der Bilder geht. Sie zeigt darin ein neues Gesicht, dass es nicht um Definition des Körpers geht, sondern um seine Ausstattung. In ihrer Selbstreferenz machen Bilder uns die körperliche Welterfahrung streitig. Die Reaktionen auf diese Krise sind bekannt. Entweder akzeptieren wir gar keine Bilder mehr, wo es heute um Körperfragen geht, oder glauben wir nur noch an Bilder, vor allem an solche, in denen wir die Erinnerungen an unseren Körper loswerden können, nämlich in der virtuellen Realität. In solchen Utopien radikalisiert sich der alte Konflikt, der zwischen Natur und Kultur immer wieder ausgebrochen ist. Man konnte sich aber von der Natur bisher nicht in den Körper, sondern nur in den Bildern befreien, über welche die Menschen selbst verfügen, indem sie mit Bildern den Aufstand der Kultur gegen die Natur proben, im Körper genutzt hat. Aus diesen Versuchen ist ein riesiger Reichtum von Bildern hervorgegangen, die in der Körperauffassung völlig auseinandergehen. Es handelt sich in der Bildgeschichte ja keineswegs, wie manche glauben, um Abbilder oder Nachbilder des Körpers früher, sondern umgekehrt.
genau umgekehrt, um Modelle und Normen, mit denen man den sozialen Körper des Menschen sichern wollte. So dienten Körperdarstellungen in historischen Situationen selten der Reproduktion von Körper und Körperlichkeit, sondern in der Regel der Produktion von Menschenbildern, nämlich stellvertretend in der Produktion von Bildern. Es ist allerdings, und jetzt komme ich sozusagen der Sache näher, eine Sache, Körperbilder zu produzieren und eine andere, Körper zu produzieren. Wobei ich heute nicht die Genforschung im Auge habe, sondern die Utopie der Gentechnologie. Damit komme ich zu meiner These. Die heutige Situation unterscheidet sich grundlegend von allen geschichtlichen Situationen, wenn ernst damit gemacht wird, die Differenz von Bild und Körper aufzuheben. Wir wollen in den Körper selbst so eingreifen, wie wir immer mit Bildern verfahren sind, und ihn wie ein Bild zur Disposition stellen. Endlich soll das Leitbild des neuen Menschen, der mit dem Mängelwesen Mensch, wie ihn Herder nannte und Arnolf Gehlen definierte, nur mehr entfernt verwandt ist, endlich soll dieses Leitbild körperlich umgesetzt werden. Da die Folgen und die Bedenken heute auf breiter Front diskutiert werden, möchte ich mich hier auf die Bildfrage beschränken. Ihre politische Dimension kommt schon darin zum Ausdruck, dass sie in diesem Diskurs gar nicht erscheint. Als müsse verhindert werden, dass wir hinter der strengen naturwissenschaftlichen Debatte ihrer Machtanspruch die kulturell bedingten Bilder entdecken und damit auf den faulen Kern im Forschertrag stoßen. Die Bildfrage, so lautet die These, stellt den blinden Fleck in der Gendebatte dar. Die Verwechslung von Körper und Bild ist das Kennzeichen der heutigen Kultur. Mit ihr kommt eine Grenze in Sicht, die Bilder nie überschritten haben, ohne dass die Betrachter in der Katastrophe endeten, wie es in einem anderen Sinne so eindrucksvoll im Mythos des Narzissen überliefert ist. Bilder blieben Bilder und ließen sich als solche rasch durch immer wieder neue Bilder ersetzen, die eine andere Generation zufriedenstellten. Solange sie Distanz zum körperlichen Leben hielten, waren sie ohne Risiken austauschbar. Die Differenz zwischen Bild und Körper war auch die Differenz, wie sie zwischen Kultur und Natur besteht. Das ist die Grenze, von der ich hier spreche, wobei ich genau weiß, dass allein schon diese Begriffe Anstoß erregen, weil sozusagen das Naturargument gar nicht mehr vorgebracht werden kann, wenn man politisch korrekt ist. Die Analogie zwischen Körper und Bild, zwischen Natur und Kultur, drückte sich nicht nur im Wechselbezug zwischen der Realität des Körpers und der ganz anderen Realität des Bildes aus. Sie diente auch dazu, ihre beiderseitige Defizienz auszugleichen. Bilder waren dadurch von Hause aus Bilder, von Hause aus defizient, dass sie immer Bilder blieben und nie Körper werden konnten. Und mochten sie sich auch mit dem Körper noch so sehr assoziieren. Körper wiederum waren immer dadurch defizient, dass sie Bildern unterlegen blieben. Denn Bilder zeigen perfekte Körper und Bilder waren im Gegensatz zu Körpern nicht sterblich. Das alles muss mit dem Stichwort der Analogie mit bedacht werden. Ich möchte auch daran erinnern, dass wesentliche Bildmerkmale, die wir in der ganzen Bilddebatte der Bildtheorie, nicht nur im deutschen Idealismus, sondern bis in die Antike hinein, bis zu Platon, verfolgen, dass wesentliche Bildmerkmale, ohne die gar keine Bilddefinition geführt werden kann, letztlich abgeleitete Körpermerkmale sind und sonst überhaupt nichts. Darunter fallen zum Beispiel die Merkmale von Präsenz und auch von Sichtbarkeit, die immer erst von Körpern gelten, bevor sie von Bildern gelten können. Präsenz, Sichtbarkeit sind sozusagen keine Begriffe mehr, die heute noch ernsthaft vorgebracht werden können, weil sie nichts mehr bedeuten. Wäre das so, wäre die bisherige Bildgeschichte im Grunde obsolet. Bilder traten in die Lücken ein, die Körper hinterließen. Heute haben wir uns von diesen Körpererfahrungen, nämlich
nämlich Präsenz und Sichtbarkeit sehr weit entfernt. Wenn sie überhaupt noch einen Sinn haben, dann einen neuen und körperfernen Sinn. Gerade deshalb muss an die Rollenverteilung zwischen Bild und Körper erinnert werden, nämlich an jene Rollenverteilung, die ich Analogie nenne und die mit Abbild oder Abbildlichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Diese Rollenverteilung war der Motor der menschlichen Bildpraxis. Sie wird heute verabschiedet, wenn wir die Verfügbarkeit, wie sie für Bilder galt und für Bilder gelten konnte, auf Körper übertragen. Der Körper war respektiert als das Unverfügbare, Unantastbare, Gegeben, weshalb im Gegensatz gerade zu Bildern auf den Plan treten mussten. Die Verführung besteht heute darin, die Schöpferrolle, die bisher im Bildermachen imitiert wurde, am Körper selbst zu vollziehen und also Körper für ähnlich verfügbar zu halten wie Bilder. Schon träumt man davon, eine neue Spezies nach dem Bilde zu erschaffen. Aber nach wessen Bild? Nach dem Bild, das wir derzeit von uns selbst haben und was keine biologische Definition sein kann. Ad imaginem sui. So könnte es in einer Paraphrase des biblischen Schöpfungsberichts heißen, kann aber das Bild, an dem wir Maß nehmen wollen, mehr sein als das Klischee der aktuellen Gesellschaft? Und behaupten wir nicht die nächsten Generationen heute schon ihrer Wahlfreiheit, wenn wir die Körper programmieren, in denen sie aufwachsen werden? Sie werden nicht einmal wissen, nach wessen Bild sie erschaffen wurden und welches Bild sie im Körper tragen. Vielleicht werden sie auch ganz andere Bilder träumen, nachdem sie bereits selbst, nämlich in ihrem Körper, unser Bild geworden sind. Diese Verwechslung von Körper und Bild ist als Gedankenspiel, in ein, zwei geht es nicht anders, deswegen möglich, weil wir die Begriffe für ihre Analogie, ihre Differenz, verlieren. Das erleben wir in allen Bereichen unserer Kultur und nicht nur in dem Kontext, von dem hier die Rede ist. Aber in diesem Kontext entlarvt dieser Begriffsverlust seine gesellschaftspolitische Gefahr. Sie deutet sich bereits in dem Kategorienschwindel an, der darin besteht, den Reduktionismus im Bilddiskurs, nämlich bildgleiche Information, automatisch auf einen ganz anderen Reduktionismus, nämlich Mensch gleich Körper und Körper gleich DNS-Formel zu beziehen. Bilder schrumpfen dabei auf eine visuelle Information, Körper auf eine genetische Information. Niemand wird bestreiten wollen, dass Bilder auch dies sein können, Information in visuellen Medien. Die Bücher des Statistikers Edward Tuffer, zum Beispiel sein Buch Envisioning Information, haben das mit absolut bewiesen, aber übrigens auch die lange Tradition dieses Aspektes, nämlich der Bilder als visuelle Erklärung der Welt nachgewiesen, besonders in ihrer Rolle für Wissensvermittlung. Das, was wir visuelles Denken nennen, das ist also technologisch neu, aber nicht als Absicht. Doch lässt sich der Bildbegriff nicht einfach auf diese informationstheoretische Formel reduzieren, so sehr der Wunsch nach einer solchen Reduktion die heutige Macht des wissenschaftlich-industriellen Komplexes über unsere Imagination verrät. Sonst kommt es zu jener Verwechslung von Bild und Körper und zugleich von Wissen und Wissensgebrauch, die wir in der Gendebatte erleben. Ich komme nun zu einem vierten Schritt, nämlich nachdem sozusagen das Wesentliche gesagt ist, zu der Frage, wie denn über das Bild zu sprechen sei, wenn man diesem Reduktionismus nicht zum Opfer fallen will. Wie also kann und soll über Bilder noch gesprochen werden, wenn man diese Informationsformel nicht anwendet? Dieser Frage sind meine weiteren Überlegungen gewidmet. Die Antworten liegen auf der Hand. Wenn man mir nur erlaubt, an all das zu erinnern, was wir über das Bild schon bewusst haben. Ich zitiere Serge Cicéron: Das rein visuelle Bild gibt es gar nicht. Bilderfahrung hat immer auch eine integrale, ganzkörperliche Qualität. Sie entsteht in uns
durch jene symbolischen Akte der Wahrnehmung nennen. Wahrnehmung ist sowohl soziale Praxis wie individuelle Praxis, in der wir mit unserem eigenen Bildwissen aktiv werden. Wahrnehmung lässt sich auch in einem anderen Sinne, als es die Neurowissenschaft heute tut, als interne Repräsentation beschreiben. Es beginnt mit einer externen Repräsentation, auf die wir stoßen, die wir aber beantworten mit einer internen Repräsentation. Wir selektieren dabei aus dem ständigen Strom visueller Daten, der uns überflutet, einzelne Eindrücke aus der Außenwelt als unsere Bilder, die wir brauchen, um mit ihnen die Welt zu symbolisieren. Das geschieht, indem wir sie als symbolische Bildeinheiten kanonisieren, also sie mit einer ganz individuellen oder sozialen Gültigkeit aufladen und ihnen einen Ort in unser Inneren einbauen. Berücksichtigt der Bildbegriff dieser Aktivität des Betrachters nicht, so wird er rein technizistisch. In der Kunst ist eine spezifische semantische Aneignung der Bilder bekanntlich ebenso Bedingung, wie es vorher in der Religion der Fall war. Ich habe diese symbolische Wahrnehmungsform, und zwar im Gegensatz zur optischen, alltäglichen Wahrnehmung, also wenn wir nicht etwa unsere Umgebung wahrnehmen, sondern etwas, was uns als Bild in dieser Umgebung, zum Beispiel als Kunst oder in einer anderen Form als Bild entgegentritt, Bildglauben genannt und Bildglauben als eine besondere Art von Animation bedeutet, durch welche sich die visuellen Reize erst in ein Bild verwandeln und als Bild fortleben. Diese Umsetzung also, die ein Akt der Symbolisierung ist. Man kann auch von einem symbolischen Tausch im Sinne Baudrillards sprechen, von einem Tausch zwischen Blick und Bild. Die symbolische Kommunikation, die im Bild stattfindet, wurde in frühen Kulturen durch die erste Körperkrise ausgelöst, auf die die Menschheit reagierte. Das ist die Todeserfahrung gewesen. Der Verlust des Körpers führte im Tode zur Gegenstrategie des Bildes. Im Bild blieben die Toten in der Gemeinschaft der Lebenden anwesend, aber auf eine besondere Art, die ihre Anwesenheit qualifizierte und ihre Abwesenheit nicht leugnete. Heute hat diese Bewältigung von Abwesenheit, die ich in der Bildgeschichte am Werk sehe, ihre einst ontologische Bedeutung eingebüßt. Sie ist in der Telekommunikation mit Partnern im Netz zu einem Modus innerweltlicher Nachrichtenverbindung geworden. Seither beauftragen wir die Bilder auch nicht mehr, uns an die Existenz der Körper zu erinnern oder uns der Toten zu versichern. Die Referenz zwischen Bild und Körper ist gestört, sobald Körper keine soziale Realität, sondern nur mehr eine biologische Realität sind. Das zeigt sich auch im Widerstand gegen den alten Begriff Verkörperung. Da wir uns selbst verkörpern, konnten wir auch Bilder beauftragen, ein Subjekt, also symbolisch stellvertretend, zu verkörpern, was natürlich erst einmal Subjektbewusstsein voraussetzt, denn sonst ist da nichts, was sich verkörpern kann und will, sondern eben nur der Körper. In der Postfotografie sozusagen gibt es sehr schillernde, ambivalente Versuche heute, mit diesem Argument zu spielen, nämlich durch die Darstellung von synthetischen Gesichtern die Frage nach der Präsenz, der Existenz des Subjektes zu stellen oder manchmal die Analogie zu löschen, die zwischen Bild und einem realen Körper bestehen kann. Wo kein Körper mehr ist, da gibt es auch keine Person mehr, von der behauptet werden kann, sie wäre anwesend oder abwesend. Die sogenannte Postphotographie spielt dabei der Diskussion in den Kreisen des Posthuman die Argumente in die Hand, wenngleich einstweilen nur im Modus der Fiktion. Dazu gehört der Abschied vom Subjekt, das im Bild als Referenz auftrat. Ich möchte das an einem Beispiel belegen, nämlich an dem Buch von Catherine Hales mit dem Titel How We Became Posthuman. In ihrem Buch beweist die Verfasserin oder bekämpft die Verfasserin alle klassischen Bilddefinitionen, von denen ich gesprochen habe, als anachronistisch und beweist damit nur aufs Neue die
Abhängigkeit der Bildfrage von der anthropologischen Frage. Also selbst dort, wo sie in den Bildfragen anthropologische Restbestände sieht, werden sie argumentativ mit großem Elan verabschiedet. Das gilt zum Beispiel für Präsenz oder Absenz, also körperliche Zustände, hinter denen sie mit Recht übrigens die Spur eines Selbst wittert, das kommen oder gehen kann. An ihrer Stelle, Präsenz und Absenz, schlägt sie das Begriffspaar von Pattern und Randomness vor. Ich zitiere: Wenn Information auf einem Musterzusammenhang beruht, dann ist Nicht-Information dessen Fehlen, also Ausfall des Musters. Mithilfe der Informationstheorie glaubt sie, das Subjekt loszuwerden. Das gilt auch für Verkörperung. Was soll es denn sein, was sie verkörpert, nämlich wieder das Verdächtige selbst, das dem neuen Diskurs im Wege steht? Das abstrakte Muster, Pattern Recognition, wird gegen die anthropologischen Erfahrungen von Präsenz und Absenz aufgebaut. Identität durch Information ersetzt. Die Verfasserin leistet mir darin kostbarste Definitionshilfe, dass sie alle Merkmale des Bildes benennt, die für mich wesentlich sind, immer negativ besetzt, aber damit sozusagen bestätigt, dass diese Merkmale existieren. Zwischen unserem Bildkonsum und unserer Bildreflexion tut sich derzeit eine Schere auf. Es ist paradox, dass wir mitten im Iconic Turn stehen und trotzdem für den kritischen Umgang mit Bildern keine analytischen Fähigkeiten besitzen. In einem Jahr Wissenschaftskollegen in Berlin habe ich dazu sozusagen hautnah erfahren, ein Philosoph und ein Physiker kamen auf mich zu, beide aus der internationalen Szene sagten, Images, we have no skills. Images did not occur in our education. We don't know anything of images. Deshalb unterbewerten wir Bilder darin, dass wir von ihnen zu wenig verlangen und idolisieren sie zugleich darin, dass wir keine Distanz zu ihnen haben. Der praktische Rat des Psychoanalytikers Tisserand besteht darin, dass wir die Bedingungen von Wahrnehmung kritisch einüben, hinterfragen und also den eigenen Piloten im Umgang mit Bildern spielen, wie es im Titel seines Buches heißt, Ihr Pilot dans les images, statt uns von Bildern nur wie Passagiere navigieren zu lassen. Der Rat läuft darauf hinaus, Bilder zu durchschauen, aber nicht um sie abzuwerten, sondern um sie einordnen zu können. In der zeitgenössischen Kunst kommen uns dabei jene Tendenzen entgegen, in denen die Bilder Selbstkritik üben und der Betrachter in ihr Wissen einweihen. Sie fordern von uns dann jene semantische Anstrengung, die zum Bildkonsum oder zum Ablesen einer visuellen Information in größtem, in denkbar größtem Gegensatz steht. Auf der einen Seite also dieses Benutzen von Bildern und auf der anderen Seite Bilder, die uns eine völlig offene und noch unsichere semantische Anstrengung abverlangen. Von diesen Bildern spreche ich jetzt in diesem Schlussteil. Interpretation als aktiver Part ersetzt überall dort das Wissen, wo uns die Informationsgesellschaft im Stich lässt. Wir füllen damit auch die Leerstellen in Bildern aus und betreiben Selbsterfahrung. Allerdings eignen sich dafür die meisten Informationen, die wir aus den Massenmedien empfangen, absolut nicht. Sie zeigen alles, was sie haben, auf den ersten Blick. Sie werden bemerken, dass ich hier eine Hierarchie der Bilder aufrufe, statt Bilder zu nivellieren. Dabei werden gerade solche Bildmerkmale wichtig, die für die digitalen Bildtechnologien eigentlich gar nicht existieren dürfen. Ich muss mich dabei auf wenige Aspekte beschränken, womit ich sozusagen das Ganze dann hoffe, abholen zu können. Zu diesem Bildmerkmal zählt, was Georges Didier-Übermann übrigens im ganz positiven Sinne den Anachronismus der Bilder nannte. Unser innerer Bildspeicher besteht fast nur aus Bildern aus einer anderen Zeit. Aus Bildern nämlich, die in unserer eigenen Lebensgeschichte entstanden sind.
Deshalb betrachten die verschiedenen Generationen die gleiche Welt, wie man sagt, mit verschiedenen Augen. Aus dem gleichen Grund werden die sogenannten Replikanten in Filmen dadurch entlarvt, dass sie sich im Gegensatz zu echten Menschen an keine Bilder erinnern können. Man zeigt ihnen Fotos und sie können nichts damit anfangen. Bilder in der Außenwelt, vom Fotoalbum bis zum Museum, laden uns sogar zu einem Blick auf Zeiten ein, in denen wir selbst nie gelebt haben, und befreien uns dabei vom Gefängnis der bloß aktuellen Bilder. In solchen Anachronismen, die heute übrigens eher auf die Zukunft als auf die Vergangenheit gerichtet sind, um aus der Kontingenz auszubrechen, korrespondieren Bilder mit unserer Imagination. Bilder sind solche, die wir uns von der Welt machen, und nicht solche, die wir von der Welt haben. Sie sind weder echt noch falsch, wie wir es von Körpern sagen, sondern einfach anders. Imagination mag eine körperliche Fähigkeit sein, doch ist sie dafür von Natur aus eingerichtet, uns von der Fessel der Körperbindung zu befreien. Gerade an dieser Fessel der Körperbindung hat sich der Bilderreichtum in den menschlichen Kulturen entwickelt. Und dabei entstanden alle jene Freiräume, die es nur in Bildern gibt. Im Bilderhaben und im Körpersein gibt es einen Wechselbezug, der bei dem Thema der Analogie von Körper und Bild noch einmal eine neue Dimension fand. Aber die Bilderfreiheiten werden auf der Gegenseite von der bildlichen Repräsentation vereinbart, die ihre Macht im öffentlichen Raum ausübt. Davon zeugen die Konflikte, die in der Bildgeschichte so oft zwischen Bildagenten auf der einen Seite und Bildpublikum auf der anderen Seite ausgetragen wurden. Diese Konflikte entzündeten sich meist an der Streitfrage nach einem Jenseits der Bilder, hinter dem sich aber oft nur die Interessen jener verbargen, die an den Hebeln der Bildproduktion saßen und ihrem Publikum mehr versprachen, als Bilder halten können. Repräsentationsfragen werden nicht jenseits, sondern immer diesseits der Bilder ausgetragen, nämlich in dem Raum zwischen Bild und Betrachter. Vor den Bildern findet der kollektive Akt der Wahrnehmung statt, bei dem sich die medialen Bilder, die wir zu sehen bekommen, in mentale Bilder verwandeln, die wir selbst produzieren. Das ging selten ohne Konflikte ab. Wir dürfen sozusagen die Bildgeschichte nicht idealisieren, um uns sozusagen heute zu rechtfertigen, als ein Zeitalter des Konflikts. Träume und Visionen, in denen einzelne Personen ihr Recht auf die eigene Imagination zurückerwarben, solche Träume und Visionen waren gleichsam der Ausdruck von, wie ich das mal nennen möchte, Grenzkonflikten zwischen Subjekt und öffentlichen Bildern. Konflikte und Bilder gehören zur Praxis der Aufklärung über Bilder, die heute notwendiger ist denn je. Bilder können beides, nämlich uns zu jener Freiheit und Autonomie ermutigen, über die wir nur in unserer Imagination verfügen, und das Umgekehrte, uns durch Manipulation und Illusionstechniken, gegen die wir wehrlos sind, auch noch die Imagination zu rauben. Deshalb ist die Klage über Bilderflut oder umgekehrt über Bilderverlust scheinheilig. Bilder sind immer nur das, was wir mit ihnen machen und an ihnen wahrnehmen. Ich kann diese Beispielreihe in meinem Gegenmodell nicht abschließen, ohne über eine Eigenschaft der Bilder zu sprechen, die man bei visuellen Produkten am wenigsten vermutet. Das ist die paradoxe Fähigkeit der Bilder, in dem, was sie zeigen, zugleich das zu verbergen, was sie eigentlich darstellen. Natürlich rede ich von besonderen Bildern, aber es sind natürlich die Bilder, die ich am meisten liebe. Sie erschöpfen sich nicht in ihrer Sichtbarkeit, sondern erregen unsere Neugier erst durch das, was sie nicht sichtbar machen, sondern unsichtbar lassen. Wenn wir uns ihrer Wirkung überlassen, erfahren wir von ihnen etwas, das wir eigentlich gar nicht sehen können, und doch im Bild wissen. Klaus Krüger hat das in seinem Buch über die frühe Malerei den Schleier des Unsichtbaren genannt.
Der Philosoph Jean-Luc Nancy, von dem wir heute die vielleicht wohl tiefste Bildphilosophie bekommen, spricht vom Creusement d'absence, also der Höhle von Abwesenheit, inmitten des sichtbaren Bildfeldes. Man braucht aber nicht die Ästhetik oder gar die Metaphysik zu bemühen, um einem Vorgang auf die Spur zu kommen, der in der menschlichen Natur sowieso angelegt ist. Die Wahrnehmung als eine körperliche Erfahrung veranstaltet aus eigener Kraft dieses Spiel von Absenz und Präsenz, das sich in den Bildern niederfindet. Die Bilder verleihen unserem Blick eine Bedeutung, die hinter die visuellen Grenzen reicht. Darin unterscheidet sich die Fähigkeit des Symbolisierens, von dem Neurobiologie und Gehirnforschung noch gar nichts wissen und noch nichts in Erfahrung bringen können, weil sie noch mit dem reinen Sinnvorgang als Gehirnaktivität befasst sind. Also etwas, was in dieser Form der Bildwahrnehmung noch überhaupt keine Rolle spielt oder keine Rolle mehr spielt. Gerade die Ambivalenz, mit welcher uns Bilder faszinieren und vielleicht irritieren, ihr offenes Sinnspektrum, das uns zwingt zu diesem Symbolisieren, trennt sie von der sprachlichen und erst recht von der schriftlichen Fixierung von Sinn. Das ist übrigens natürlich auch der Grund, weshalb in der Tradition der Geisteswissenschaften an den akademischen Institutionen Bilderfragen absolut abgewertet waren. Es sei denn, sie wurden einem Fach überlassen, das sie als Kunst betrachtet. Aber selbst die Sprache ist darin auf der bloßen Information überlegen, dass sie in der Lage ist, von allem dem zu sprechen, von dem wir nichts wissen, was immer noch alles bewusst überlegt wird. Insofern Informationsgesellschaft ja, aber wie ist von dem zu handeln, über das keine Information eben eintreten kann? Mit der Unsichtbarkeit im Bild, in großen Bildern, in wichtigen Bildern, habe ich nicht nur das Ende meiner Beispielreihe, sondern auch den äußersten Gegenpol der schnellen Bilder erreicht, die in der aktuellen Debatte als Lieferanten von Informationen gefeiert werden. Diese Gegenstrategie sollte erläutern, welche Gründe mich zu meiner These vom heutigen Reduktionismus der Bilder und auch von der Verwechslung von Bild und Körper bewogen. Ich komme zum Schluss. In einer Zeit, in der wir uns nicht mehr über Texte verständigen oder mit und um Texte ringen, sondern lieber rasch mit Thesen bekämpfen, mag jetzt die Forderung an mich lauten, meine These noch einmal so schön und einfach zu formulieren, dass sie sich unter Verzicht auf alle vorgebrachten Argumente auf eine Behauptung reduziert und dadurch leicht angreifbar wird. Gerade dieser Verdacht hindert mich daran, meinen Text durch eine bequeme Schlussfolgerung selbst zu amputieren. Jeder mag seine eigenen Schlüsse aus meinem Versuch ziehen, die Bilderfrage in die biotechnologische Debatte, um den neuen Menschen diese Utopien einzuführen. Mir war aber bewusst, erst damit, mit dieser Verschiebung der Bilderfrage, die politische Dimension, die sie hat und die sie gerade heute erhält, die sie gerade heute auch erst beginnen zu erhalten, aufzudecken. Ein solcher Versuch, wie ich ihn hier unternommen habe, muss sich auf Reaktionen gefasst machen, die nicht so sehr seine Inhalte berühren, das, was ich gesagt habe, sondern dadurch entstehen werden, dass Sprachregelungen verletzt werden, die im Kartell der wissenschaftlichen Interessengruppen heute herrschen. Niemand kann aber, wenn Sie mir eine Schlussbemerkung erlauben, heute noch die Augen schließen vor der Macht und dem Machtmissbrauch der Bilder in der Politik, der Medien und der Wissenschaften. Es bedurfte nicht einmal des 11. September, um uns den Krieg der Bilder, la guerre des images, vor Augen zu führen, wie ihn Serge Kusinski bereits 1990 in seinem Buch ausgerechnet über die Kolonialzeit in Mexiko, in der er diesen Bilderkrieg schilderte, bereits geschrieben hat. In letzter Zeit ist das westliche Monopol des Bildermachens
und der Bilddefinition unter Druck geraten. Ich möchte sagen, Gott sei Dank ist unser Universalismus, unser universalistisches Denken, dass wir bestimmen in der Welt und auf dem Globus, was wir da sind, unter Druck geraten. Andere Kulturen sind auch darin anders, dass sie auf andere Weise mit Bildern umgehen und über Bilder nachdenken. Die Antwort des Westens auf diese Herausforderung ist dürftig, aber einstweilen noch äußerst wirkungsvoll. Sie besteht darin, die technologische Kontrolle über die weltweite Diffusion der Bilder zu behalten, in der Hoffnung, dass sich damit die kulturellen Probleme der Bilderfrage von selbst erledigen. Dann verwandeln sich die Bilder in Wunschbilder.
die wir vom Körper haben, perfekte Körper, unsterbliche Körper, zum Beispiel zwei gehörlose Eltern, wie ich das gerade gesagt habe, auch ein gehörloses Kind haben wollen, damit sie schön kompliziert und so weiter, dann verwandelt sich dieses Bildbedürfnis in etwas ganz anderes, qualitativ ganz anderes. Und das, finde ich, ist ein Konflikt an der Grenze zwischen Kultur und Natur oder Körper und Bild, die bisher nicht überschreitbar war. Das ist das Neue. Sie fordern eine neue Anthropologie. Gibt es aus Ihrer Perspektive eines Wissenschaftlers, der sich mit Kunst beschäftigt, eine Idee für eine neue Anthropologie? Ja, also diese Frage ist ganz einfach für mich zu lösen. Und hoch kompliziert, dafür Konsens zu. Die Frage liegt eigentlich dort. Wenn man die bisherige Weltgeschichte betrachtet, da kann man sie anthropologisch schildern. Was haben Menschen mit Bildern gemacht? Wie sieht die Bildpraxis aus? Was haben sie nicht mit Bildern gemacht? Was wollten sie von Bildern? Warum ändern sie Bilder? Also alles das. Und in diesem Bereich ist für mich faszinierend die Konstellation Körper, Bild, Medien. Also ich habe in meinem ganzen Vortrag die mediale Komponente absolut ausgelassen, weil ich um was anderem redet. In der Karlsruher Projekt ist natürlich die Medienfrage, die medienwissenschaftliche, die ideologische Frage absolut drin. Aber sie passt aber da ab. Das heißt jetzt, sieht man in unendlichen Varianten und Widersprüchen, wie diese Bildgeschichte in diesem Netz von Bild, Körper, Medium vorangehen. So. Und jetzt ist natürlich die ganz praktische und einfache Frage, die aber ich sehr spannend finde, wenn ich mich in der heutigen Literatur umsehe, muss ich entweder die Position beziehen, dass ich sage, das ist Archäologie. Ja? Das ist Archäologie vom Menschen. Damit kann man heute überhaupt nichts mehr anfangen. Oder womit? Sagen, ich kann Bilder noch auch heute mit solchen Definitionen bestimmen. Das heißt, da an diesem Punkt ist für mich eben die spannendste Frage, gilt die Bildgeschichte noch unter welchen Veränderungen heute? Oder ist die Bildgeschichte zu Ende und es gibt was ganz Neues? Was die Bilder selbst betrifft, was die medientechnologischen Evolutionen betrifft, ist überhaupt nichts Neues da. Denn die Techniken ändern sich, aber der Impuls, die Bilder, die Wahrnehmungstechniken zu verändern, das ist das Konstanteste, was es gibt. Darüber würde ich nicht sprechen. Ich würde keineswegs die digitale Revolution im Bild in diesem Sinne aus der Bildgeschichte rausnehmen. Nein, sie ist ein Teil der Bildgeschichte. Sie deutet sich schon lange an und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen kein Problem. Aber wenn dann die Grenze kommt, um die Körper einzugreifen, dann bin ich noch ein Thema. Trotzdem lassen Sie mich noch mal eine Unterstellung formulieren. Ist nicht vielleicht auch die Furcht, dass die bekannte Gedankenfigur, nämlich der Künstler ist der Schöpfer eines Bildes, durch eine Konkurrenz belebt, kommt nicht jetzt der Biologe, der Wissenschaftler und will auch zum Schöpfer eines Bildes werden. Wollen Sie den künstlerischen Begriff vom Bild gegenüber einem biologischen retten? Ich will gar nichts retten. Aber ich würde das für sehr gut geschrieben finden, dass der Biologe heute auch zum Künstler und zum Erwerber von Bildern wird, aber mit anderen Konsequenzen. Ja, also diese, ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte hier nicht auf irgendwelche banalen Dinge festgelegt werden, wofür ich bin oder wogegen ich bin, Warner oder irgendwas. Mich interessiert diese. Also Sie haben nicht eigentlich doch eine moralische Frage, darf man das? Nein. Die habe ich privat, aber die würde ich nicht zum Thema eines Vortrags machen. Sie haben einmal an einer Stelle, werden Sie sehr konkret, da sagen Sie, möglicherweise schafft die Gentechnik nach der Vorstellung der vorherigen Generation Kinder, die so aus ihre Klischees sind, und die fühlen sich dann möglicherweise in ihrem Körper abgebildet, aber nicht wohl. Ja, vielleicht finden Sie sich sehr wohl. Ja. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich niemand. Aber Sie sind das Bild eines anderen. Ja, Sie sind klar. Das Bild Ihrer Eltern. Ja. Ist das der qualitative Unterschied, dass Sie vom Bild als einem, dem Menschenbild als einem gegebenen, einem geschenkten, einem
Geschöpflichen, zunächst mal herkommen, dass wir daherkommen und dann das Bild, das gemachte Bild eines Menschen uns umdenken müssen an der Stelle. Ja, also wenn Sie so einfach fragen, ja, dann kommt man leicht an eine Situation, wo das entweder gefährlich klingt oder total lächerlich. Deshalb habe ich hier das Feld verlagert. Ich spreche nicht über das, was sich abzeichnet oder droht oder ich meine Apokalyptiker oder Utopien, sondern ich rede über einen bereits vorhandenen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Diskurs, das Posthumen. Ne? Über diese modischen Sachen rede ich. Und da kann man nicht darauf warten, nicht lange genug warten, bis dieses Wesen, was es noch nicht gibt, aber was es hoffentlich bald geben wird, bereits mit einem Diskurs in Empfang zu werden, der auf es passt. Und das betrifft nun zum Beispiel bei Katharine Hales. Sie ist meine Wunschweiberin, weil sie alles definiert, was für mich wichtig ist, aber alles als sozusagen ganz fürchterlich, absolut schnell zu verabschieden betrachtet. Jetzt dürfen Sie weiter. Unsere Wahrnehmung, unsere Behandlung, unsere Bildpraxis, alles das.
Und das heißt jetzt nicht, wie die Debatte heute geführt werden muss, weil dann muss ich auf alles sozusagen mich einrichten, was derzeit gerade aktuell ist, sondern ob wir nicht, und das war mein Vorschlag heute Abend, die Bildfrage in den genetischen und anthropologischen Zusammenhang einbringen, in der sie nicht erscheint heute, nach meiner Meinung aus politischen Gründen, weil es der faule Kern der ganzen zientistischen Debatte ist. Diese Bildfrage gerade dort einfach aufzurufen, nicht zu lösen, nicht zu beantworten, nicht zu dominieren, aber aufzurufen. Können Sie mir noch mal sagen, warum der faule Kern dieser politischen Frage, was will man vermeiden, indem man sie nicht stellt, die Bildfrage? Meines Erachtens besteht die Versuchung darin, in dem, was man über biologisch und so weiter, über Körper weiß, was man mit ihnen machen kann, das, was man machen könnte, als Ergebnis des Wissens zu bezeichnen, statt damit die kulturellen Klischees einzugestehen, die wir derzeit in Bildern in uns tragen und die durch die Machbarkeit gewissermaßen eine Bedeutung bekommen, während sie vorher diese weniger hatten. Das heißt, gerade das ist der Punkt, den ich aufrufen wollte, dass es eben nicht nur um naturwissenschaftliche Debatten geht, sondern in dem, was wir heute wissen und der Möglichkeit, darüber etwas in Erfahrung zu bringen, fast durch die Hintertür kulturelle Klischees reinkommen, die nichts mit biologischem Wissen zu tun haben, sondern mit Wunschvorstellungen, die kulturelle Produkte sind. Deswegen nicht so gut zu reden, weil die Bildfrage sich nie isolieren lässt.
von anderen kulturellen politischen Fragen. Die Bildfrage ist eine politische Frage. Von Anfang an bleibt das. Und deswegen reden wir meistens über Politik, aber nicht über die Bilder, mit denen Politik gemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass sich die Spannungen, interkulturelle Spannungen verstärken werden, die Bildfrage auch in diesem Bezugsfeld eine andere Bedeutung bekommt, als wir heute haben. Gut, ich möchte dann diese Runde gerne abschließen und möchte Sie mit einem Pauluswort, wird es eine Pfarrerin auch machen, nach Hause schicken. Paulus sagt, jetzt erkenne ich Stückwerk, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Auch eine Frage des Bildes, nur redet nicht von einem Menschen, der in anderen schafft, von einem Bild, von einem anderen schafft, sondern von einer transzendenten Größe. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.